Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Mit dabei ist heute wieder Emmy. Hi. Und ja, wir reagieren gerade relativ spontan darauf. Wilco hat gestern ein Video rausgebracht und das heißt, Sky reagiert auf Nozenoks Ansage an SkyGuy. Also reagieren wir doch mal auf die Reaction und ja, keine Ahnung, vielleicht können wir dazu einen guten Kommentar abgeben. Ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze einfach mal an. Ich habe die Geschwindigkeit ein bisschen erhöht, weil das Video 25 Minuten geht und wir auch noch was dazu sagen wollen und sonst wird das Ganze zu lang. Aber ich würde sagen, wir drücken jetzt einfach Play. Ja, alle wisst, ist Lukas momentan bei uns hier gerade kein Admin mehr. Ich denke mal, alle aktiven Zuschauer haben das schon mitbekommen. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, schaut euch einfach. Darum ist Lukas kein Admin mehr. Dann wisst ihr Bescheid, warum, wieso. Ich werde jetzt nicht nochmal erklären, wieso oder warum. Ich habe mit Lukas bis jetzt auch nicht mehr geredet. Er hat sich auch bei mir nicht mehr gemeldet. Wie ihr wisst, müssen wir gerade die Logs nachschauen. Ich habe mir einige Kommentare zu dem Video angeguckt. Und also, Leute. Es kann sein, dass ich vielleicht ein bisschen über. Wir müssen uns die Logs anschauen. Wie viele Tage geht das Ganze jetzt schon? 3 Tage? 4 Tage? Ja, diese Logdateien. Das ist hochgerechnet. Also wenn man ganz, ganz, ganz lange Zeit dafür braucht, das ist hochgerechnet 1 Tag Arbeit. Und es geht hier ja nicht um irgendeinen Mist oder so. Das ist ja eine richtig wichtige Angelegenheit. Es geht hier um einen Admin, um einen persönlichen Freund von Wilgo. Dass er da nicht hinterher ist, dass was schnell ausgewertet wird, verstehe ich nicht. Reagiert habe, bloß ihr müsst mich verstehen, Freunde. Ganz im Ernst. Wie hättet ihr reagiert als Serverbesitzer? Ich meine, ich mache diesen Server mittlerweile schon seit 5 Jahren. Ich stecke hier so viel Leben. Es ist klar, dass er ihm die Rechte wegnehmen musste. Aber ihn dann halt, mit ihm jetzt bis heute nicht mehr zu reden und überhaupt nicht aus dem Knick zu kommen, das überhaupt nicht so anzugehen, das hätte bis jetzt schon lange geklärt sein können. Das hätte ich anders gemacht. Ja, und irgendwie müsste es Lukas doch auch voll triggern, dass er da einfach ein Video draus gemacht hat. Das hätte man auch einfach ohne Video klären können. Guck mal, wieso ist da jetzt schon ein Video von Wilco draußen? Man muss mal überlegen. Das zerstört einfach Lukas seinen Ruf. Das ist wie, stell dir mal vor, du zeigst jemanden an, der irgendwas nicht gemacht hat. Meinetwegen, du zeigst jemanden an und sagst, der hat geklaut. Und dann postet irgendeine Zeitung einen Bericht darüber, ja, der und der oder die Emmy, die hat bei Rewe geklaut und steht jetzt vor Gericht. Obwohl das noch gar nicht richtig feststeht, diesen Ruf wirst du nicht mehr so schnell los. Ja, und das richtig. Ist das, was man ihm ankreiden kann. Und das Gute hierbei ist, also das Gute halt so gesehen vom Ruf her, ist, dass die meisten auf der Seite von Lukas stehen und nicht auf der Seite von Wilco. Das heißt, sein Ruf ist jetzt nicht ganz im Eimer, aber es hätte seinen Ruf komplett zerstören können. Ja, so ist es nämlich. Energie rein und ja, dann reagiere ich halt so, wenn ich sowas sehe im ersten Moment. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass irgendein Admin, ein Enrico, ein Patrick oder irgendjemand anderes mit Rechten Lukas so hart eins auswischen will. Ja, aber warum sollte Lukas sowas machen mit Rechten? Ja. Wenn er sich das nicht vorstellen kann bei Enrico und so, warum kann er sich bei Lukas vorstellen? Im Endeffekt so sein, dass Lukas nichts gemacht hat, tut es mir wirklich leid. Bloß ich muss halt nachschauen, ich muss das ja nachprüfen, weil wenn das wirklich stimmt auf diesem Grundstück, wie gesagt, falls ihr gerade nicht wisst, wovon ich rede, schaut euch das Video einfach an. Wie gesagt, der gute Lukas hat, so wie es auf dem Grundstück auf jeden Fall aussieht, Ingame-Geld für Echtgeld verkauft, gesagt, wenn er rausgeworfen wird, grieft er noch den Server und so. Wie gesagt, wenn ihr nicht Bescheid wisst, schaut euch das Video an. Das ist viel zu auffällig, der hat das doch nie im Leben so. Auf eine kleine Ansage reagieren, die der gute Lukas an mich hochgeladen hat. So auffällig gemacht. Er hat sich zu dem Thema nochmal auch auf YouTube geäußert. Das werde ich mir jetzt gleich gemeinsam mit euch anschauen. Ja. Und ja, dass ihr einfach Bescheid wisst, dass wir gerade am Hochtouren, mit Hochtouren dabei sind, die Logs zu analysieren, nachzuschauen. Wie gesagt, es ist mal nicht ebenso, ohne diese ganzen Logs durchzuschauen. Die sind insgesamt 200 Gigabyte groß, okay? Und du sollst ja nicht alles durchgucken, du sollst Steuerung F drücken, nach Nozenoks suchen. Backup-Server runtergeholt werden und das ist kein großer Aufwand. Viele Logdateien, weil wir, wie gesagt, nicht nur einfach einen Vanilla-Server haben, wir haben mehrere Proxys, mehrere Bungee-Cords, dann ja auch nicht nur einen Citybuild-Server, sondern direkt mehrere und so weiter und so fort. Und deswegen müssen wir das einmal ganz genau anschauen. Ja, klar, mehrere Citybuild-Server ist ja nur auf einem passiert. Gemacht hat, wenn er es gemacht hat, wie gesagt. Da gibt es doch bestimmt irgendeinen Filter oder so. Dass ihr mich auch versteht, weil ich glaube, jeder hätte in meiner Situation so gehandelt. Natürlich wollte ich Lukas in dem Moment auch glauben, ganz klar.
zu 100% wollte ich ihm glauben und ich finde es auch schade, dass ich das jetzt so machen musste. Bloß, okay, ja, das also ist wieder musste, mein Internet. Also musste, stimmt nicht ganz. Maya, ja. Connection Loss, danke dafür. Dieses Dank. Video war einfach unnötig. So, und der gute Lukas hätte auch ganz anders zu sein ausgehen können. Das werde ich mir jetzt nicht angucken, da erzählt er nochmal das, was ich euch auch gerade erzählt habe. Wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, was passiert ist, schaut euch das Video an, wo ich den guten Lukas dem Admin-Rang wegnehme. Wie gesagt, ich hoffe, ihr könnt mich nachvollziehen und ich verstehe natürlich auch, dass der gute Lukas euch ans Herz gewachsen ist. Mir auch bloß, was soll ich machen in der Situation, wenn ich nur das sehe? Nicht gleich dann überreagieren muss ich doch erst mal am besten. Vom Gegenteil überzeugen, oder nicht? Klar, aber und, dazu kein Video machen. Ja, klar muss er sich vom Gegenteil überzeugen, aber warum macht er ein Video darüber? Dass auch überhaupt gar nicht mehr das Gespräch mit mir gesucht hat, gefühlt angepisst ist. Ja, gut, warum hat, wohl? Behauptet, dann verstehe ich das natürlich. Er hat Lukas nicht mal abonniert. Ich finde schade, dass wirklich ja original niemand mich so ein bisschen, sich so ein bisschen in meine Lage reinversetzen kann. Ich meine, ihr wisst, was ich da gesehen habe im Video und ich vertraue jedem meiner Admins. Ich check halt immer noch nicht, warum muss man da ein Video draus machen. Schau mal, wer sowas so bei, ich weiß nicht, welche Admins gibt es noch, Cap Cabana, Enrico. Wenn du das bei ihm passiert wäre, hätte Wilco bestimmt kein Video drüber gemacht, oder? Er hat gesagt, er traut niemandem seiner Admins zu, so ein Grundstück gebaut zu haben, um Lukas halt auszurichten. Aber warum traut er Lukas zu, so ein Grundstück gebaut zu haben, ist die Frage. Aber dieses ein Video drüber machen, es triggert mich so sehr. Ich habe keine Rechte mehr, keinen Rang mehr. Obwohl, doch, ich habe YouTuber Plus bekommen. Zumindest habe ich das gesehen und ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Ich kann es immer noch nicht nachvollziehen. Ich habe bis jetzt noch keine Info erhalten. Keine Ahnung, was da abgeht, ob es gewollt ist, dass ich draußen bin oder nicht. Ich weiß es nicht. Also gewollt ist es auf jeden Fall gar nicht. Das wollen wir ja mal ganz kurz festhalten. Und den YouTuber Plus Rang, den hatte er, glaube ich, noch, weil er sich den eingestellt hat. Also es ist auf gar keinen Fall gewollt, dass der gute Lukas raus ist. Wir haben halt einfach nur auf das reagiert, was wir gesehen haben. Und wie gesagt, ich kann mich da nur wiederholen. Ich glaube, es hätte jeder so gemacht in meiner Situation. Keine Ahnung, wirklich. Was ich sagen muss, mir geht es schon einigermaßen besser, ich konnte mich gut ablenken, aber der Schock freut mich auf jeden Fall da, weil es war von jetzt auf gleich. Ja, es kam ja nicht nur für ihn plötzlich, es kam ja für mich genauso plötzlich, ne? Naja, ich erzähle euch jetzt auf jeden Fall sofort mehr, aber bevor ich hier alles weiter erzähle, was da noch abgeht, ich wollte mich bei euch bedanken, einfach aus dem Grund, ich habe meinen Discord promotet und ich habe fast 1000 Leute auf dem Discord, fettes Danke. Warum bin ich denn jetzt eigentlich schon wieder ausgetimt? Was ist denn das? Ja, ich habe, ach Gott, es ist auch einfach nur zum Heulen. Mein Internet ist in letzter Zeit auch richtig schlimm. Wie viele Leute zu mir halten und ich habe mir auch die Kommentare durchgelesen und da stand Lukas, wir glauben dir und sowas. Echt fettes Danke. Ich bin ehrlich gesagt echt froh, dass ihr mir glaubt, weil, wie gesagt, ich kann es nicht beweisen, dass ich es nicht war, aber ich war es halt einfach nicht. Okay, er sagt jetzt immer noch, dass er es nicht war. Wie gesagt, ich will ihm gerne glauben, bloß ich muss es halt so 100% wissen. Und wisst ihr, ich bin schon ja wirklich seit 5 Jahren dabei, Minecraft-Server zu machen. Und ich muss das Interessante sagen, dabei ist, auch wenn er es nicht war, irgendwer muss es ja gewesen sein. Und ich kann mir irgendwie bei keinem vorstellen, dass der irgendwas gegen Lukas absichtlich gemacht hätte. Oder es stellt sich jetzt halt raus, es war alles von Wilco und Prank, aber davon gehe ich jetzt nicht aus. Also es ist schon sehr unwahrscheinlich. Ein ziemlich mieser Prank. Ein ziemlich mieser Prank wäre das. Ja. Ich kann es mir einfach nicht erklären. Seid über. Kennt uns richtig gut. Bloß, ich hatte das schon echt ganz oft und wirklich, ich will jetzt hier auch in keinster Weise Lukas irgendwas unterstellen, weil ich will mich halt wirklich erstmal versichern, ob es wirklich nicht war. Bloß, ich hatte es schon ganz oft. Er war es nicht. Da gab es 2017 mal eine ganz krasse Geschichte. Da dachte ich auch, ich kann den Leuten vertrauen. Seit ja klar, wie will er ja das Gegenteil beweisen? So. Außer die Logs gibt es da keine Beweise. Ganz viel Scheiße mit den Rechten hinter meinem Rücken gemacht. Wurde ganz viel Bums gemacht. Spieler wurden zu Unrecht gebannt. Alles Mögliche. Ne? Deswegen bin ich da mal sehr, sehr, sehr vorsichtig, was sowas angeht. Und auch sehr vorsichtig wirklich, geworden. Danke, Jahre. Das ist mega krass von euch. Und ich bin auch mega happy, als ich das gelesen habe, wie viele eigentlich auf meiner Seite sind. Scapefly hat jemanden gekillt. Ich kann mich da nur bedanken. Wie gesagt, Link zu meinem Discord ist oben in der Videobeschreibung. Wir können da miteinander schreiben, miteinander reden, mein Game zusammen zocken oder sowas. Macht auf jeden Fall Bock und wir suchen bald ein paar Teamleute auf dem Discord. Heißt, wenn ihr Bock habt, ein paar Tickets zu bearbeiten. Link ist oben in der Videobeschreibung. Eure Info bekommen. Jahre im Team. ob es denn so egal ist, keine Ahnung, was da abgeht. Jetzt, aber Lukas ist so ein Arsch. Warum denn egal? Das guckt euch das Gameplay im Hintergrund mal an. Natürlich ist es uns nicht egal, bloß was sollen wir denn machen? Also, wenn... Wie gesagt, ich kann mich da nur wiederholen. Das hätte doch jeder... hätte das seltsam so fand... Wilco hat dazu ein Video gemacht, okay? Also klar, ich hätte jetzt selbst damit rechnen können, so dass Wilco dazu ein Video macht. Aber, naja, wie soll ich sagen, dass man ein Video aufnimmt, wo man ein Teammitglied in dem Sinne zusammenschneidet, ja, eben, das ist echt das weird. Eigentlich nichts gemacht hat, wo nur der Verdacht ist, so. Naja, also von zusammenscheißen würde ich da jetzt nicht reden. Also ich habe natürlich emotional reagiert. You're sure about that. Bloß.
Natürlich reagiere ich da emotional, wenn ich sowas sehe, Lukas seit 1,5 Jahren kenne und ich auf einmal denke, dass Lukas hinter meinem Rücken so eine Scheiße verzapft. Wie gesagt, zu 100%, dass er es getan hat, weiß hier niemand. Bloß, wie gesagt, ich muss ja erstmal gucken, ob er es gemacht hat, weil, tja, wie wir alle wissen, reden können immer alle viel. Wie gesagt, ich hoffe, dass sich das Ganze vernünftig aufklären wird. Ich hoffe es wirklich. Finde ich ziemlich krass. Also stellt euch mal vor, ihr habt einen Server und euer Admin hätte so einen Plot. Gut. Ihr wärt da, denke ich, auch so ein bisschen ausgerastet, aber ich glaube, ihr hättet nicht direkt ein Video gemacht und direkt den Admin im Video zusammengeschissen in dem Sinne. Wie gesagt, ich würde sagen, von Zusammenscheißen kann man da wirklich echt nicht reden, gut. Kann man sehen, wie man will. Haben. Tut mir leid, wenn er so aufgefasst hat. Bloß, habe ich auch schon in dem Video gesagt, das Video habe ich ganz einfach aus dem Grund hochgeladen, damit ihr Bescheid wisst, was passiert ist, was vorgefallen ist, damit ihr Bescheid wisst, damit ihr auch nachvollziehen könnt, warum. Hätte man doch Lukas wenigstens Bescheid sagen können, dass es aufgenommen wird. Mit ihm geredet und ja, wenn sich das herausstellt, dass die Jungs ausgewertet sind und er war es vielleicht war es auch nicht, keine Ahnung, dann hätte man doch immer noch ein Video machen können und das kurz ansprechen, ja, er hat Scheiße gebaut, er ist raus. So. Aber dass die Aufnahme angemacht worden ist und das aufgenommen wurde, wie ich zusammengeschissen worden bin, das wurde hochgeladen und ich war es halt, wie gesagt, nicht. Und die Logs sind ja immer noch nicht ausgewertet oder ob die Warum sind die noch haben, nicht ausgewertet? Das ist auf jeden Fall ziemlich krass. Ich hätte es ehrlich gesagt nicht gedacht. Einen Tag vorher habe ich mit Wilko nochmal geredet. Entweder jemand will die Logs nicht ausgewertet haben oder da lässt sich jemand extrem viel Zeit. Am nächsten Tag, bam, Rechte entzogen, hochgemoved, zusammengeschissen, fertig. Das war's. Und naja, also was man dazu sagen muss, ich war nicht der Erste, der angefangen ist, krass laut zu werden. Und ich mache da natürlich in der Situation meinen Standpunkt klar, bloß. Ja, aber natürlich ist da Lukas getriggert, wenn hier Wilko aus dem Nichts kommt mit Yo, kriegst du deinen Rang weg. War vielleicht ein bisschen weiter. Gut, wenn er es so aufgefasst hat, wenn ihr es so aufgefasst habt, vielleicht gibt es ja unterschiedliche Auffassungen, bloß ich habe es in dem Moment halt echt nicht so aufgefasst. Ich war einfach nur komplett baff und wusste einfach nicht, wie ich auf die Situation reagieren soll. Seit 1,5 Jahren kannte ich ihn und sehe dann sowas auf einmal. Na, das Erste, natürlich, wie man reagiert, ist doch nicht, yo, jetzt mache ich die Aufnahme an. Ne? So ruhig ich auch manchmal dann versuche zu bleiben, bloß da habe ich es halt dann echt nicht geschafft. Ne? Ich glaube, das hätte niemand. Und klar, ich bin bei Wilko in der Aufnahme disconnected, aber ihr müsst mich ja verstehen. Ich verstehe es nicht, wieso. Das Vertrauen muss doch in mir da sein, oder nicht? Ich habe fast 300 Videos auf Durchrast gemacht, was da für eine Zeit drin steckt. Und ich habe so viele Videos mit Wilko gemacht und generell, was würde mir persönlich das denn bringen? Ich will auch kein Beef mit Wilko haben oder sonstiges, aber ich verstehe es nicht. Ich habe auch mal gesehen, auf meinem Discord wurde vor 2 Tagen ungefähr ordentlich gegen Wilko und Durchrasten geshootet. In unserem Stream auch. Auch. Sagen. Klar, ja. Ich kann euch verstehen, dass ihr sauer seid, dass ich draußen bin, aber wir müssen es einfach so sehen, ohne Durchrasten und ohne Wilko wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Dann hätte ich vielleicht 100 Abos oder ich hätte vielleicht noch gar nicht mit YouTube angefangen. Ich muss mich da einfach bei Wilko bedanken, in dem Sinne, dass ich so weit gekommen bin und dass ich die Chance hatte und sowas, bla bla bla. Ihr okay, auf jeden Fall korrekt, dass er das jetzt so nochmal anspricht, muss man wirklich das sagen. Und ich habe jetzt wie gesagt, ich kann nur dazu sagen, dass ich hoffe, dass ich alles ins Gute auflösen würde. Ich hoffe auch, dass der gute Lukas mich da versteht, dass ich das Ganze mir erstmal genauer anschauen will, weil ich halt dann in dem Moment nur das sehe und ich mir halt, wie gesagt, nicht vorstellen kann, 1000. Dass irgendjemand Lukas irgendwas anhängen will. Abos, was ich mega krass finde. Und ohne Wilko wäre ich einfach nicht da, wo ich jetzt muss bin. Es klar, ja sein. Es ist scheiße, was passiert ist. Ich weiß auch nicht, wie es in der Zukunft ausschaut. Aber das wird interessant, wie es in Zukunft weitergeht. Das würde mich auch mal interessieren. Also, als, was weiß ich, beleidigen. Ich kann euch verstehen, klar. Auch wenn er die Chance haben würde, wieder ins Team zu kommen, weil dann durch die Logs bewiesen werden konnte, dass er unschuldig ist. Aber wieder ins Team will, ist dann die andere Sache nach der Aktion. Er da spricht, ich glaube, ich will es auch ehrlich gesagt gar nicht wissen. Das, das sind dann so immer die Leute, die gar nicht wissen, was dann im Hintergrund passiert. Und dann aber erstmal ganz krass ihren Senf dazu abgeben und erstmal Hauptsache irgendwas sagen und das ist ein Wichser und der hat das gemacht und der hat dies gemacht, der hat jenes gemacht. Ja gut, das mit Beleidigen, solche das muss Leute echt nicht sein. Ich, ja, Kritik geht auch ohne einfach, Beleidigung. Immer sehr witzig, auf jeden Fall anzusehen, wie sich da einige Leute reinsteigern können. Hätte ich gedacht und ja, keine Ahnung. Ich finde es, wie gesagt, immer noch heftig. Ich habe keine Rückmeldung bekommen. Ich weiß von nichts Bescheid. Nein, nicht. Ach, der ist gestorben. Ich weiß ehrlich gesagt echt nicht, wie es weitergehen soll. Klar, ich habe Ideen, wie ich auch. Das stimmt übrigens tatsächlich gar nicht. Ich habe mit Lukas noch auf WhatsApp geschrieben. Ich zeige euch den Chat jetzt hier einfach mal. Hä? Aber das weiß der gute ich Lukas. Dachte, wir haben auf WhatsApp geschrieben. Ich dachte, er hat mit Lukas bis jetzt noch nicht wieder geredet, hat er am Anfang des Videos gesagt. Ja, oder? Und jetzt sagt er, er hat mit Lukas auf WhatsApp geschrieben. Ja, aber auf jeden Fall. Ich hab ihm gesagt, was war es? Wir jetzt alles durchgucken und ich hoffe, dass sich das alles aufklären wird. Bisschen also widersprüchlich. Gar nicht kann man hier tatsächlich nicht nur reden. So ein bisschen. Okay, was ich mache, bla bla bla.
Aber es sind ja fast 2 Jahre, die einfach weg sind. So, wisst ihr, wie ich meine? Ihr seid 2 Jahre in einem Team und also fast 2 Jahre in meinem Fall und werdet dann rausgeworfen für was nicht der Wahrheit entspricht. So, keine Ahnung, ob das geplant von denen ist, weil die mich generell nicht im Team haben wollen. Das oder stimmt was doch, ich warum solltet, also erstmal, ich habe absolut gar nichts geplant. Der gute Enrico ist auf mich zugekommen, hat mir das Ganze gezeigt. Naja, aber Lukas hat es nicht unbedingt nur auf Wilko bezogen, gesagt, ne? Also ja, es kann auch jemand anderes gewesen sein, der was gegen ihn hat. Ich glaube, von dem Wilko halt nichts weiß. Weiß schon, was. Kann keiner wissen. Ja, ich werde gerade angerufen von Lukas. Und ich glaube nicht, dass er wirklich bei so. Hallo Lukas, ich nehme gerade auf. Würde. Das glaube ich nicht. Das traue ich ihm wirklich nicht zu. Ja, ich habe ein wichtigeres Problem. Du hast ein wichtigeres Problem. Wir haben ein Big Mac bestellt, es ist kein Big Mac gekommen. Leute, Lukas hat ein Big Mac bestellt und es ist kein Big Mac bekommen. Ihr wisst jetzt, dass Lukas dick ist. Danke für die Info, Lukas. Ich lasse den McDonalds-Gutschein. Ich habe den bestellt. Was? Schickst du mir den per Post? Ich hab den noch nicht mal. Wir haben alles, aber kein Big Mac. Ja, reicht auch. Lukas, wir können doch einfach mal einen Salat essen, ganz ehrlich. Oh, Big Mac ist Salat. Das ist so eine Aussage, die kann auch von Elle kommen. Big Mac ist Salat, das sollte dein Slogan werden. Was nimmst du gerade auf? Ich nehme gerade eine Reaction auf Wilkos Video auf. Mit? Mit einfach Emi. Ach, bin ich auf Lautsprecher? Du bist auf Lautsprecher. Hallo! YouTube.com/LightHertzNox, bis dann. Bis dann. Okay, Leute, gucken wir weiter, nachdem Lukas uns jetzt hier gestört hat. Scheiß Lukas, was fällt ihm ein, einfach in sein Video reinzugrätschen? Wäre schön, wenn das bei meinem Video ehrlich. Dass der gute Lukas keine Scheiße gebaut hat, bloß ich glaube echt nicht, dass, dann hätte Enrico das auch schon längst aufgelöst. Längst hätte er das jetzt schon aufgelöst. Mit keinem von denen geredet oder mit Wilko nicht mehr, mit Devin nicht mehr. Seit dem Vorfall habe ich mit keinem von denen geredet, ich bin einfach disconnected, das war sie, war weg. Und, ich find's krass, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ihr könnt ja mal gerne eure Meinung zu dieser Aktion, sage ich einfach mal, in den. Dann hat er mich da gerade gekillt? Ja, das Gartner wurde von Nozellox getötet. Instagram, DM sind durchgegangen und Discord-Nachrichten und so weiter und so fort. Alles auf einer Seite. Sagten, yo, Lukas, komm zu uns, du bekommst Leitung. Yo, Lukas, komm zu uns, du bekommst, was weiß ich, Mod Plus oder Admin. Ja, ich habe auch. Ich hab auch auf OP-Sucht die ganze Zeit im Chat gesehen, irgendwas von wegen, yo, ich hoffe, Zenox kommt zu uns und so. Den ich machen werde. Und den werdet ihr dann auch die nächsten Tage sehen, denke ich mal. Ich fand es vor allen Dingen krass, in dem Video, was ich gemacht habe vor 2 Tagen, wo ich über den Vorfall geredet habe, wie viel Aufrufe das Video bekommen hat und sowas. Echt heftig auf jeden Fall, danke an der Stelle. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass viele interessiert, was jetzt noch passiert. Direkt darüber so ein Video zu machen, wie man... Das hat man ja auch in unserem Stream gesehen. Ich werde Wilko dafür direkt Zuschauer. Sonstiges. Soll er machen, wie er will. Keine Ahnung, ob ich je wieder in so ein krasses Team reinkommen werde oder. Übrigens, Leute, in unserem Livestream haben wir auf alle anderen Videos zu diesem Thema reacted. Ihr könnt euch das auch gerne mal anschauen, wenn euch das Thema interessiert. Ich verstehe es nicht. Und viele, die ich kenne, ich habe mit denen darüber geredet, die verstehen es auch nicht. Und ich weiß nicht, wie das Durchrastenteam das sieht. Das habe ich jetzt wirklich schon so oft gesehen und so oft gehört, dass man es nicht versteht und hier und da. Ich finde es schade, dass sich die Leute nicht so wirklich in mich hineinversetzen können. Ihr müsst euch vorstellen, seit 5 Jahren, jeden Tag, stecke ich Arbeit in diesen Server. Und da will ich natürlich nicht, dass dem Server was passiert, dass den gebauten Sachen von den Leuten irgendwas... Das ist doch auch gar nicht der Kritikpunkt, dass du ihm die Rechte weggenommen hast. Der Kritikpunkt ist, dass du ein Video darüber gemacht hast, wo du ihn beschuldigst, ohne dass überhaupt der Sachverhalt geklärt ist. Wenn ihr die Logs durchgeguckt habt und sich rausstellt, dass Lukas das war, klar machst du dein Video. Aber bevor überhaupt nur das kleinste Detail geklärt ist, ein Video zu machen darüber und ihn aufzunehmen, ohne dass er merkt, dass er aufgenommen wird, das geht gar nicht, Wilko. Das geht einfach nicht. Ich kenne dich, du bist echt korrekt. Du bist echt korrekt. Wir haben auch schon viel miteinander gemacht, aber das ist echt eine Aktion, Wilko. Die geht gar nicht. Hätte nicht sein müssen, ja. Irgendetwas Schlimmes passiert, wo man seit 5 Jahren dran arbeitet, ist doch völlig normal, dass man da dann so emotional in die Geschichte rangeht und gerade emotional und voreilig sind halt zwei verschiedene Sachen. Muss man dazu sagen. Und dann wurde hinterm Rücken geredet und wurde Scheiße erzählt und wurde Scheiße gemacht. Natürlich reagiere ich dann so. Natürlich hätte doch jeder so gemacht und jeder, der was anderes sagt, der lügt einfach. Aber ich finde es heftig und vielleicht ein bisschen klar. Man sollte keine Rechte mehr haben, also die Rechte sollten einem weggenommen. Also, ne, stellt euch mal vor, ihr habt einen Server, blablabla, wie ich schon erwähnt hatte, dann nimmt man einen die Rechte weg. Ergibt Sinn. Aber dass man direkt ein Video darüber macht, yo, Lukas hat Rechte missbraucht und was weiß ich, ich habe das Video gar nicht gesehen. Ich habe gesagt, dass wir noch nicht wissen, ob er es wirklich getan hat, das habe ich trotzdem ein Video drüber gemacht, das ändert ja nichts daran. Ich habe dieses Video nicht hochgeladen, um irgendjemanden bloßzustellen, ich habe dieses Video hochgeladen, damit ihr Bescheid wisst
und wisst, was Phase ist. Das war der einzige Grund, warum ich dieses Video hochgeladen habe. Der einzige Grund. Ich hätte dich angeguckt und ich weiß gar nicht, was er da alles noch gesagt hat. Hätte man trotzdem mit Lukas absprechen können. Ja. Ich find's heftig. Ich kann so sagen, ich find's echt nur heftig. Und ich verstehe es ehrlich gesagt echt nicht. Und ich kann mich nur wiederholen. Ich kann mich echt nur wiederholen. Also, ich habe keine Ahnung. Ich hab's nicht gemacht und das kann ich auch nur noch tausendmal sagen, dass ich nichts gemacht habe. Ich kann, wie gesagt, das Gegenteil beweisen. Gar nichts gemacht. Aber ich weiß, dass ich es nicht gemacht habe. Und es ist, klar, es ist schwer zu sagen, yo, es ist das Internet. So, ich habe mich jetzt immer hart versprochen, egal. Es ist das Internet. Das Internet ist groß, es gibt viele doppelte, dreifache, achtfache Gesichter. Aber mir würde es doch nichts bringen. Also, natürlich nicht, natürlich, das weiß ich doch auch, deswegen habe ich doch auch so reagiert, deswegen habe ich doch auch so immer. Dann hättest du das Video nicht hochladen sollen, verstehst du das nicht? Du kannst doch nicht ein Video über sowas machen, obwohl dein Sachverhalt nicht geklärt ist. Ja, dir geht, weil es ihm genau deswegen, weil es ihm ja nichts bringt. Sollte er es gemacht haben, hat es ihm das ein oder andere Sümmchen eingebracht, ganz klar, bloß ich weiß ja auch, dass es ihm auf Dauer nichts bringen würde, deswegen war ja, also diese 20 Euro Echtgeld, die man daran verdient, also... Was Fakt ist, dass niemand gerade weiß, was wirklich passiert ist. Das ist Fakt und das kann leider gerade niemand ändern. Würde euch da was bringen, fast 2 Jahre ins Serverteam zu stecken, um vielleicht 200 Euro zu bekommen oder sowas? Oder was weiß ich, was da alles für Schilder stand, da stand der größte Müll. Genau deswegen habe ich doch auch so reagiert. Ich verstehe es ehrlich gesagt genau deswegen. Also, das... keine Ahnung. Ich könnte mich jetzt auch Stunden über dieses Thema aufregen, aber... dafür ist mir meine Zeit doch zu schade. Ich meine, ich habe ja 2 Jahre in dem Sinne so gut wie weggeworfen. Danke an der Stelle auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich gucke jetzt mal, wie es mit den Videos weitergeht, ob ich Daily-Videos mache jeden zweiten Tag oder wie auch immer. Wie gesagt, die besten und schnellsten und neuesten Infos gibt es auf meinem Discord. Link ist, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Würde mich freuen, wenn ich euch drauf sehe. Aber mehr dazu habe ich ehrlich gesagt nicht zu sagen. Ehrlich gesagt nicht, was ich muss. Dirk ist wieder ausgeteilt. Aber gut, freut mich auf jeden Fall. Okay, gut. Ich hoffe, ich konnte eure Fragen beantworten. Ich hoffe, ich konnte euch einmal so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Wie gesagt, es ist doch für mich auch nicht schön, wie das jetzt hier gerade alles gelaufen ist. Und ich würde es auch am liebsten ändern. Ich würde auch am liebsten sagen, am liebsten wäre das nie passiert. Bloß es ist jetzt so passiert. Und wir müssen jetzt genau damit arbeiten. Und wie gesagt, ich habe von Anfang an gesagt, niemand weiß es zu 100%. Wir finden es jetzt gerade heraus. Und ich hoffe, ihr könnt so ein bisschen mich verstehen und mich so ein bisschen nachvollziehen, warum das Ganze jetzt so gelaufen ist und warum ich direkt so reagiert habe. Und alles klar. Was ich noch sagen wollte, auch bitte keine Beleidigung an Lukas, kein Hate, gar nichts. Wir wollen das klären wie erwachsene Menschen, dass ihr Bescheid wisst. Ich hoffe, alles ebenso keine Beleidigung gegen Wilko, Leute. Das bringt nichts, das bringt auch nichts, diese Videos zu disliken oder ihn zu deabonnieren oder ihn zu beleidigen. Das muss alles nicht sein. Und dran, haben natürlich auch zeigt ihm einfach. Das ist einfach unnötig, dieser Hate. Wir machen es auf jeden Fall so schnell wie möglich. Wisst ihr, zeigt Wilko einfach, wie stark die Community von Lukas, mir und Emmy ist. Geht auf sein Video und schreibt einen Kommentar, aber nicht irgendwas Beleidigendes, sondern irgendwie sowas wie, ich glaube, Zenox oder... Schreibt eure Meinung, schreibt Kritik, aber ohne Beleidigung und ohne irgendwelche herablassenden Aussagen und dann... Ja, Leute, und das wäre es dann auch schon wieder mit diesem Video von uns. Ich hoffe, euch hat unsere Meinung interessiert. Falls ihr jetzt noch dran seid, dann schreibt Backfisch in die Kommentare. Und eure Meinung könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich echt interessieren. Nee, interessiert uns nicht, braucht ihr nicht mehr. Nee, schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns zu einem erneuten Video morgen wieder. Bis dahin und tschüss. Ciao.